Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akersack und ich grüße euch herzlich zum fünften Tag der Astana-Woche. Ja, bald ist es schon vorbei, doch noch haben wir drei Videos und das heutige Video ist eine Manga-Review zu Mädchen am Strand. Ein Titel, wo man wohl bemerkt sagen muss, die deutsche Ausgabe ist momentan vergriffen, zumindest als ich das letzte Mal kontrolliert habe. Allerdings gibt es sie immer noch auf Englisch, Girl on the Shore, zu kaufen. Und ja, es ist tatsächlich ein Titel, der sehr, sehr, sehr beliebt ist und darum war ich auch sehr gespannt drauf. Doch zunächst mal klären wir jetzt, worum dreht es sich überhaupt in Mädchen am Strand oder das Mädchen am Strand? Es ist komisch, dass da kein Artikel bei ist. Im Wesentlichen dreht es sich um die jugendlichen Kome und Isobe, die halt schon so mehr oder weniger befreundet sind. Isobe ist auch in Kome verliebt, doch Kome möchte nichts von Isobe. Sie steht eher auf Misaki, den heißen Typen, doch ja, sie haben trotzdem eine recht besondere Beziehung. Und zwar kann man ihre Beziehung im Wesentlichen als Freundschaft plus bezeichnen. Und dabei verfolgt man nun eben Kome und Isobe dabei, was sie alles in dieser Freundschaft plus erleben und halt auch, was aus deren Beziehung zueinander wird. Und ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen, Mädchen am Strand ist einer der beliebtesten Asano-Werke. Und da muss ich direkt vorneweg sagen, ich verstehe es nicht. Allerdings fangen wir halt trotzdem erstmal an mit dem Positiven. Denn zum einen, was dieses Werk richtig toll macht, ist darzustellen, wie sexuell offen die Jugend von heutzutage ist. Weil ne, Freundschaft plus und Co. ist ein Thema, was durchaus heutzutage viel Relevanz hat. Und allgemein einfach diese Tatsache, ja, die Jugendlichen, die haben halt Sex. Das ist nicht so wie in vielen Manga. Ja, wir warten jetzt bis zur Hochzeit, bis wir mal, ne? Sondern das passiert halt einfach da schon und vor allem auch sehr offen bezüglich allerlei Sachen. Also es ist nicht nur einmal hier rein, raus, sondern Blowjob, Anal, 69, Masturbation, alles Mögliche wird darin aufgegriffen. Zumindest auch eine Sache, die ich jetzt ja nicht so geil fand in Bezug auf das, was hinten rauskommt, das dann Essen, nein, das war eklig, war zum Glück nur weitgehend impliziert, aber das war so, das war für mich gar nichts. Trotzdem fand ich es wirklich toll, dass halt gezeigt wird, ja, die Jugendfahrzeuge, die fickt halt mal miteinander. Dazu fand ich an sich auch Komi und Isobe wirklich interessante Charaktere, auch mit Isobes Vergangenheit. Hey, dass man schon so ein bisschen gedacht hat, oh ja, die sind ja schon irgendwie faszinierend. Dann halt typisch, ne? Asano, geile Zeichnungen, was erwartest du? Es war mal cool, halt einen Manga zu haben, wo es halt vor allem viel um Sex geht von Asano. Der Typ hätte auch wirklich ein guter Hentai-Zeichner werden können, mal im Ernst. Und doch hat mich das Mädchen am Strand nicht überzeugt. Viele meinen es ja auch teilweise traurig oder was weiß ich, so toll und ich stehe mir so, es ist gut, es ist wirklich spaßig, es zeigt toll die Realität, auch mit der Zukunft und Co. Aber irgendwie finde ich, hat dem bedingt so das gewisse Etwas gefehlt. Zum einen muss ich auch sagen, fand ich das Schicksal von einem gewissen Charakter sehr enttäuschend. Also einfach so like, what? So endet? Hä? Und allgemein irgendwie fehlt mir da was. Es ist nicht so wie bei Die Zeit am Abgrund, wo ich euch gedacht habe, boah, hier geht mir alles auf den Sack, sondern ich hatte wirklich Spaß mit diesem Manga. Aber ich hatte halt auch wirklich nur normal Spaß und nicht wie zum Beispiel das Soul Anin, wo ich Pausen einlegen musste, wo ich auch noch Stunden nachher drüber nachgedacht habe. Und ich war fertig und dann war es so, ja, ich bin fertig. Dementsprechend muss ich sagen, ist Mädchen am Strand ein Asano-Werk, was durchaus lesenswert ist. Nur eben für mich so das gewisse Asano-mäßige fehlt irgendwie. Gerade wenn man jetzt noch bedenkt, dass es nur noch die englische Ausgabe derzeit so für normale Preise zu kaufen gibt. Lohnt sich's? Ich weiß nicht. Es, ja, man kann es sich geben, wenn man für einen guten Preis rankommt. Vor allem, wenn man halt Asanos Zeichenstil liebt und einfach mal sehen will, was bei rumkommt, wenn Asano halt dauernd Sex-Szenen zeichnet. Trotzdem, ja, kriegt es halt von mir eine 7 von 10. Hat Spaß gemacht, aber halt mehr auch nicht. Leider. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat mein Manga-Review zu Mädchen am Strand gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr ihn? Ich weiß von den vorherigen Videos, dass einige diesen Titel sehr feiern. An alle Leute, die diesen Titel bitte so hardcore feiern, bitte erklärt mir, warum genau. Weil
Sorry, ich sehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Titel als einer der besten Asanos gilt. Da fand ich das Feld des Regenbogens besser. Auch den Titel, der morgen besprochen wird, fand ich besser. Das. Ich finde, das bleibt nicht wirklich in Erinnerung. Aber ja, ansonsten, wenn mehr von mir sehen wollen, aber kostet nichts, zumindest sollte es nichts kosten, irgendwas bezahlen, ist gewaltig falsch. Und dann ganz wichtig, heute um 17 Uhr kommt noch ein zweites Video, weil ja, ich habe viele Videoideen gehabt und die will ich halt eigentlich alle jetzt möglichst raushauen und ich möchte den Samstag und Sonntag nicht zu voll gestopft haben. Dementsprechend kommt heute um 17 Uhr noch ein Video. Seid gespannt und ja, hoffentlich sehen wir uns auch morgen wieder oder nachher. Würde mich freuen. Danke fürs Zusehen und ciao!